und darf, glaube ich, den nächsten Redner auch ankündigen, nämlich den Lokalmatador Jürgen Braun. Ja, ich habe schon einiges von meinen Kollegen hier gehört und das war auch sehr stark und sehr wichtig. Umwelt und verschiedene Punkte beim Bereich Green Deal und natürlich diese kulturpolitische Auseinandersetzung, die sehr, sehr ungünstig ist. Ich bin also noch kleiner, als ich gedacht habe. Danke, ja. Danke für diesen Hinweis. Ja, jetzt das Mikro, ich wollte es doch in meine Richtung halten und nicht ganz weg. So, das müsste jetzt hoffentlich klappen. Insofern, ja, also ich habe vorhin schon gesagt, ich bin im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestags. Ich bin da auch stellvertretender Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestags. Ich bin menschenrechtspolitischer Sprecher und Obmann der Fraktion, der AfD-Fraktion im Menschenrechtsausschuss. Das ist auch ein Ausschuss, wo die Ideologie sehr lautstark unterwegs ist, ähnlich wie bei Kultur und Medien. Und es ist immer wieder interessant, wie die anderen Fraktionen alles tun, um fast alles zum Menschenrecht zu erklären. Früher hätte man, als es noch so fröhliche Zeiten in Deutschland gab, da hätte man gesagt, Menschenrecht auf Freibier muss dann auch dazugehören. Aber so auf diesem Niveau bewegt sich das. Also das ist alles, was irgendwie schön und wünschenswert ist oder sein könnte, wird zum Menschenrecht hochgeschossen und es gibt eine Beklopptheit nach der anderen. Und wir treten als AfD mittlerweile als einzige Fraktion im Deutschen Bundestag für die klassischen bürgerlichen Freiheitsrechte ein. Und das sind die Menschenrechte, um die es geht. Und das ist das Interessante, wir sind die einzige Partei der Freiheit im Deutschen Bundestag. Nämlich, wenn Sie die FDP-Stellungnahmen lesen oder die der CDU, dann stellen Sie fest, mit etwas Verzögerung werden dumme linke und grüne Parolen einfach übernommen. Und das gilt besonders auch für den Bereich der Menschenrechte, wo eben ja die sogenannten sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechte betont werden, die es eigentlich gar nicht gibt. Und das sind dann eben so Forderungen, dass man eben der Meinung ist, die ganze Welt müsste es so haben wie Deutschland, wo wir die Menschenwürde verrückterweise definieren, auch, dass da auch zur Menschenwürde gehört, dass jeder Mensch, der zufällig einmal einen Schritt 20 Zentimeter auf dieses deutsche Territorium setzt, dass der das Recht hat, das Grundeinkommen de facto zu bekommen, nämlich die Regeln der Sozialhilfe. Das, so wird das bei uns durch Rechtsprechung definiert und von der Politik auch umgesetzt. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Was sagen wir damit indirekt? Deutscher Größenwahn in anderer Form. Alle anderen Länder, die teilweise eine viel längere demokratische und freiheitliche Tradition als wir Deutschen haben, alle anderen Länder beachten nach der deutschen Definition dieser Bundesregierung und der herrschenden Parteien nicht die Menschenwürde. Das ist das Absurde, dass man in anderen Ländern nicht sofort mit Geld überhäuft wird, wenn man dieses Land betritt, ist demnach ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Und das muss dann geändert werden. Aber zunächst kann man das ja ändern, indem man deutsches Geld an andere Länder zahlt. Vielleicht haben die dann etwas übrig für unberechtigte Asylbewerber, die nicht politisch verfolgt sind, so wie wir. Wir haben dieses Geld nicht, das wissen Sie alle, aber es wird so getan, als ob wir es hätten. Das dazu zu den Schwerpunkten, die wir in der Arbeit haben im Menschenrechtsausschuss, was immer wieder für Ärger bei den anderen Fraktionen sorgt, ist die Bekämpfung des Antisemitismus. Wir sind als AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag die aktivste Fraktion im Kampf gegen antijüdische, antiisraelische und antisemitische Hetze, egal welcher Art. Das ist ganz eindeutig und wir können das nachweisen. Das Thema der linken Anti-Israel-Organisation BDS, das haben wir aufs Tapet gebracht, erst dadurch, dass wir die Anträge, die kleinen Anfragen dazu gemacht haben, erst dadurch haben die anderen Bundestagsfraktionen sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Wir haben als allererste Fraktion das Verbot der Hisbollah gefordert, dieser Terrororganisation mit dem
im Wesentlichen Formularregime Teheran unterstützt. Wir haben es als Erste als Antrag gebracht und die anderen sind uns gefolgt. Und das wird im Übrigen im Ausland registriert. Und da gibt es auch Medienberichte darüber. Times of Israel, teilweise Wall Street Journal, da finden Sie die Berichte über diese Sachen. Aber bei uns wird das verschwiegen, weil man natürlich die AfD als etwas Übles darstellen möchte. Wir haben überhaupt jetzt Schwerpunktthema neben anderen Themen wie zum Beispiel Kampf gegen die Christenverfolgung. Das haben wir im Bundestag zum großen Thema gemacht. Sehr unangenehm für die Unionsparteien insbesondere, die von überzeugten Christen, die es ja zum Glück in unserem Land auch noch gibt, sich rechtfertigen müssen. Warum tut ihr nicht so viel? Warum macht das alles die AfD jetzt im Deutschen Bundestag? Wir haben ein anderes Schwerpunktthema. Wir haben das Schwerpunktthema Kampf gegen linken und islamischen Antisemitismus. Denn eins wird in unserem Land verschwiegen. Der linke Antisemitismus und was anderes wird auch verschwiegen. Der islamische Antisemitismus. Der islamische Antisemitismus hat Verstärkung erfahren in den letzten Jahren, seit 2015, vor 5 Jahren. Wir schaffen das. Sie kennen diese schrecklichen Parolen, die eigentlich lächerlich waren, aber man muss sie ernst nehmen, weil unser Land grob verändert wird seitdem. Vor 5 Jahren hat es begonnen, in einer unnachahmlichen Größenordnung, in einer riesigen Variante, dass Hunderttausende von Judenhassern in unser Land gekommen sind. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, dass sich nach Frankreich jetzt auch in Deutschland viele Juden überlegen, wie lange sie hier noch leben können und offen ihren Glauben praktizieren können. Wir stehen an der Seite der Juden, die ein friedliches Leben in Deutschland führen wollen. Das muss man hier mal ganz klar sagen. Wir und nur wir von der AfD. Wir haben zum Beispiel, und das passt den ganzen linken Vögeln nicht, wir haben immer wieder auch das Menschenrechtsverständnis des Islam hinterfragt, genauer gesagt in Frage gestellt, deutlich gemacht, dass das Menschenrechtsverständnis des Islam auch offiziell nicht mit dem unsrigen, mit dem bürgerlich-freiheitlichen vereinbar ist. Und ich habe es dem vor knapp zwei Jahren habe ich den führenden Geistlichen der Sunniten, hier heißt es so schön, Großscheich, der Al-Azhar-Moschee-Universität ist in dem Fall gekoppelt in Kairo. Den habe ich gefragt, was er denn zum Verhältnis von Scharia und Islam sagt. Habe ihn nochmal genauer gefragt und es kam raus, ja, die Menschenrechte gelten nur unter der Scharia. Und das ist die Bestätigung, genau vor 30 Jahren wurde die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam verkündet. Neben vielen, vielen Sachen, die sich positiv anhören, wenn man sie liest, andere Sachen, da kann man schon ahnen, was da an Unterdrückung auch drin ist, in einzelnen Formulierungen, ist das ganz Entscheidende, ist am Ende, selbst wenn da was Gutes versprochen würde in den anderen Artikeln, ist der Artikel 25 der letzte. Die islamische Scharia ist die einzig zuständige Quelle für die Auslegung oder Erklärung eines jeden einzelnen Artikels dieser Erklärung. Das heißt, die Menschenrechte gelten nur, egal was da sonst steht, was verkündet wird, im Rahmen der radikal-islamischen Gesetzgebung der Scharia. Das heißt, Benachteiligung von Frauen, Benachteiligung von Ungläubigen. Ungläubige sind alle, die nicht sich dem Islam unterwerfen. Dann gibt es noch einen Streit, ob die Sunniten und die Schiiten sich gegenseitig anerkennen. Das ist dann ein anderes Thema, das überlassen wir denen, aber für uns reicht das aus. Wir wenden uns entschieden gegen diese Verharmlosung des radikalen Islam, der die Scharia überall umsetzen will. Ich komme kurz zu etwas Aktuellem, weil es mit Menschenrechten und Bürgerrechten ganz entscheidend zu tun hat. Wir erleben, dass Demonstrationen in unserem Land dann verboten werden, wenn sie nicht den Grünen und den Linken
Gedanken entsprechen, wenn sie nicht dem folgen, was in Mode ist, oder am besten, wenn sie nicht dem folgen, was die Regierung will. Das ist ja das Einfachste. Denn wir haben ja eine Frau Merkel, die ist letztlich eine grüne Kanzlerin, auch wenn sie sich das Etikett der CDU gibt. Leider fallen noch einige drauf rein. Das ist das Hauptthema dabei. Wir sind für diese Demonstration, für die Zulassung der Demonstration in Berlin eingetreten. Nicht, weil wir jeden Teilnehmer einer jeden Demonstration toll finden und auch nicht dort jeden Teilnehmer toll finden. Darum geht es gar nicht, sondern weil wir für die Freiheit einstehen. Weil wir dafür sind, dass die Versammlungsfreiheit für alle gilt. Weil wir dafür sind, dass man auch in diesem Land auf die Straße gehen kann, wenn man diese Regierungspolitik kritisieren will. Das ist der Kern übrigens von Versammlungsfreiheit, dass man demonstrieren darf gegen die Meinung der Regierung. Und das werden wir immer unterstützen. Und es war eine Ansammlung, ich war ja dort über mehrere Stunden, 4 Stunden insgesamt, es war eine Ansammlung von ganz friedlichen Menschen. Es war ein Mittelding zwischen Love Parade, haben einige gesagt, andere haben gesagt, es war wie ein, ich war mit dem General Wundrak da, der für uns in auch einige Zeit unterwegs, der für uns in Hannover angetreten ist, immer der 3-Sterne-General der Bundeswehr, der jetzt für uns aktiv ist, Generalleutnant, der sagt, ich war noch nie auf einer Demonstration, das ist aber so eine friedliche Ansammlung hier von Menschen, das ist unglaublich, was hier an positiven Menschen unterwegs ist, das hätte er nicht gedacht. Und ich sagte, er kommt mir so ein bisschen vor, wie wenn man so ein Mittelstandsfest macht, so ein Familienfest im Sommer, ein bisschen größer halt, wenn der Mittelstandsverband sich trifft. Sagt er, ja, das ist so die Mitte der Gesellschaft im besten Sinne, die hier versammelt ist. Und jetzt wird alles getan, um davon abzulenken, wie zahlreich die Menschen dort waren. Ob das jetzt Zehntausende waren, ob das jetzt Hunderttausende waren, ich will mich nicht festlegen. Ich sag mal, nach meiner Einschätzung waren es mindestens 80.000, die dort waren. Und eine Riesenanzahl. Und das heißt noch lange nicht, dass die alle hinkommen konnten, die auch hinkommen wollten. Aber es war eine tolle Manifestation freiheitlichen Gedankenguts. Und wenn man jetzt 200 Menschen, die in teilweise kindischer Blödheit auf die Treppe des Reichstags gerannt sind, wenn man diese Leute als eine Gefahr darstellt. Ja, ich habe was dagegen, dass Leute irgendwo da durch Absperrungen rennen und zum Reichstag rennen. Da gibt es auch keinen Grund für. Das ist dummes Zeug, sowas zu tun. Aber wenn man die als eine Gefahr darstellt, dann möchte ich darauf hinweisen, wenn 200 angeblich gefährliche Rechtsextremisten, wie das behauptet wird, dahin gestürmt sind, dann wundere ich mich, dass 3 Polizisten ausgereicht haben, um die Sicherheit des Reichstags zu gewährleisten. Das wundert mich dann doch. Und ich sage in Sachen Verlogenheit der Altparteien und der Medien, vor allen Dingen der Medien, es gibt seit vielen Jahren immer wieder Verletzungen der Würde des Parlaments, Verletzungen. Die Grünen haben in den 80ern in Bonn damit angefangen. Die sollen mal wirklich die Klappe halten bei diesem Thema. Die haben unser Parlament mit Füßen getreten, die haben jeden Zirkus veranstaltet, den man nur veranstalten kann. Dann, dagegen ist alles harmlos, was sonst passiert. Diese Menschen, die Grünen und die Linken, leben immer davon, dass die Menschen ein schlechtes Gedächtnis haben. Davon leben sie. Das ist deren große Lebensversicherung und so haben sie es auch entsprechend gemacht. Nicht? Und ich sage mal dazu, ja, ich muss jetzt nicht alles an der Bundesregierung kritisieren bei der sogenannten Corona-Politik. Aber mein Grundgedanke ist, ein Staat, der allein auf ein Ziel ausgerichtet ist, ein Staat, der allein auf das Ziel Gesundheit ausgerichtet ist. Ein Staat, der bei diesem Thema Gesundheit nicht auf Krebskranke, Herzkranke und andere Fälle mehr Rücksicht nimmt, sondern nur ein Ziel im Auge hat, ein Virus zu bekämpfen. Ein solcher Staat
macht mir Angst. Ein solcher Staat ist nicht mehr der freiheitliche Staat des Grundgesetzes. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Es gibt viele Grundrechte, es gibt einige Grundwerte. Das Leben gehört dazu. Aber wenn man das Leben von Krebskranken, von anderen Menschen, von Schlaganfallpatienten gefährdet, indem man die Intensivstationen, die leer sind, nur noch bereithält für das angeblich so besonders gefährliche Coronavirus, dann stimmt irgendwas nicht in unserem Land. Ja, das Virus ist gefährlich. Ich sage ganz klar, auch ein Grippevirus ist gefährlich. Und es ist manches, ja, man musste manches dazulernen. Wir haben früh gewarnt. Wir haben im Januar gewarnt. Wir haben darauf gedrungen, dass die Flüge aus China, Flüge aus dem Iran, dass die kontrolliert werden oder gar Flüge abgesetzt werden, wie es andere Länder auch gemacht haben. Wir wurden verlacht. Wir wurden verlacht. Ende Januar machten sich die Medien laufend lustig über die angeblich bösen, dummen Populisten und Verschwörungstheoretiker, die vor dem Coronavirus gewarnt haben. Das war die Situation. Da hat im Bayerischen Rundfunk hat man gesagt, das wäre die AfD, die wäre natürlich mit der Paranoia besonders dabei. Und dann will man davon nichts mehr wissen. Plötzlich sind alle Menschen, die dann Ende März die Dinge kritisieren, dass zu viel passiert, die sind dann auf der bösen Seite. Das ist schon sehr interessant, was die Medien hier für einen Wandel vollziehen. Und die Regierung handelt unverantwortlich seit über einem halben Jahr. Sie hat zunächst es verharmlost und hat jetzt ist in Panik verfallen und hat diese eigene Panik aufs Volk übertragen und lässt sich dabei von den Medien unterstützen. Und das Gefährliche daran ist, dass man diesen Zustand deshalb verlängert, weil die Umfragen für die CDU so gut sind. Es gibt keinen anderen Grund, warum diese Panik aufrechterhalten wird, wenn es nicht die guten Umfragen der Bundesregierung allein für CDU und CSU gäbe. Keinen Grund. Die SPD profitiert ja nicht davon, das ist dann deren Problem. Aber wissen Sie, wenn die, ich habe schon im März in einer Parteiveranstaltung gesagt, Ende März, die Pandemie hört dann offiziell auf, wenn die Umfragewerte der Union sinken. Und ich habe nicht geglaubt, dass es jetzt noch ein halbes Jahr anhält, so wie die das machen. Aber ich habe immer gedacht, das wird gekoppelt. Und sie versuchen es. Sie versuchen es, um jeden Preis bis zur Bundestagswahl zu ziehen. Und das ist, ich sag mal, das ist übel. Das ist ein Spiel mit Menschenleben und das ist charakterlos, was diese Bundesregierung da abliefert. Die Herrschaft der Angst hat etwas Totalitäres, aber mit Angst lässt sich eben gut regieren. Es gibt außer der AfD keine Opposition im Deutschen Bundestag, es gibt keine Kritik der Medien. Das ist übrigens der Unterschied zu allen anderen Ländern in der freiheitlichen westlichen Welt. Hier gibt es eine einmalige gleiche Meinung zwischen Regierung und Medien, wie es in keinem anderen Land der nördlichen Hemisphäre passiert und auch nicht in Australien. Das ist das Interessante. Die Medien als Kollektiv, Korrektiv fallen völlig aus. Und das Problem ist, Menschen, die in Angst sind, gar in Panik, sind normalen Argumenten nicht mehr zugänglich. Das ist das ganz, ganz große Problem. Wir sagen, die Menschen müssen die Verantwortung für ihr Leben zurückerhalten. Die Menschen sollen selbst entscheiden können, ob sie den Kontakt zwischen den Generationen endlich wieder finden wollen oder nicht. Den Menschen soll man dabei helfen, die Gefährdeten soll man schützen, aber nicht die Kinder wegsperren, weil sie sich an irgendeine Regel nicht gehalten haben oder weil die Eltern als unzuverlässig gelten. Das sind Dinge, die passen nicht in einen freiheitlichen Staat. Wenn Sie jetzt sagen, ja, was heißt hier Angst? Ja, es sollte Angst erregt werden, wir können das beweisen. Im März
hat es ein Papier des Bundesinnenministeriums gegeben, in dem offen davon gesprochen wurde, man muss Angst erregen, um Wirkung zu erzielen. Und es wurde ganz bewusst dann lanciert in die Medien und unkritisch aufgegriffen, es könne über 1 Million Tote in Deutschland geben durch das Coronavirus. Ganz gezielt wurde das untersetzt und wir haben das Verrückte nur, die Grünen haben Jahrzehnte bis heute von der Angst gelebt. Überlegen Sie mal, was da alles dabei war. Also ich komme immer so auf 4 oder 5 Weltuntergänge, die ich schon überlebt habe, die uns die Grünen vorhergesagt haben. Die Grünen haben das alles ganz toll. Die wären überhaupt sonst ohne die Medien und die Weltuntergangsstimmung, die Panik, die Angst, die von den Grünen immer kommt. German Angst war ja auch so ein Schlagwort in den 80ern, das, um zu karikieren, nur die Deutschen sind so bekloppt teilweise. Die leben davon. Heute ist das Interessante, dass dieses Rezept der Grünen von CDU und CSU angewendet wird. Und das ist schändlich. Ich sag mal so, viele, viele andere sehen auch das Problem, aber sie kommen auch nicht zu Gehör, nicht nur wir als AfD. Ich zeige mal Ihnen hier kurz die Zeitschrift des Bundes der Steuerzahler über den Wahnsinn mit Hunderten von Milliarden, die rausgehauen werden. Schuldenbremse wird missachtet, die Verfassung spielt keine Rolle mehr. Titel: Die Verfassung spielt keine Rolle mehr. Das ist die Situation in Deutschland. Und deshalb sage ich Ihnen und rufe uns allen anderen zu, helfen Sie uns. Helfen Sie uns, dass wir als AfD-Bundestagsfraktion, dass wir die Verfassung in Deutschland wiederherstellen können, dass wir das Grundgesetz wieder zur vollen Wirkung kriegen und dass die Menschen in Deutschland endlich wieder frei von Furcht und Panik leben können.